Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video. Heute spielen wir den fünften Level von Doom zu 100% durch. Ja, wir kommen zum fünften Level, dem Argent Energy Tower. Einer meiner liebsten Levels. Primary access points to the tower were destroyed in the explosion. The pipeline is damaged but still intact. There are thrust boots in the maintenance hangar. You can use them to traverse the pipeline. Also ihr habt's gehört, wir finden hier Jump Boots, die werden sehr hilfreich sein, mit denen können wir dann den Doppelsprung machen, gerade bei dieser Map zwingend notwendig. Dann, bevor wir beim Tower sind, haben wir hier den Anfang, wo wir ein bisschen aufräumen müssen. Dann müssen wir so Pipelines traversieren, wie eine Brücke. Und dann sind wir am Fundament vom Tower und müssen uns dann den ganzen Weg hochkämpfen. Sehr cool gemacht, ihr werdet es sehen. Es wird ein bisschen ein längeres Video, weil auch die Map ziemlich langfädig und weitläufig ist. Aber ich habe versucht, das möglichst kurz zu halten. So, also räumen wir hier mal zuerst auf. So, dann hätten wir die Jump Boots und eine Information hier am Anfang. So, und bevor wir weitergehen auf die Brücke, gibt es hier am Anfang noch eine Rune Trial zu machen und ein Versteck zu holen. Ihr seht, da drüben ist die Rune. Wir gehen hier runter auf diese Kiste und machen dann hier einen Doppelsprung rüber. Dann sind wir hier bei der Rune. Also mit der Super Shotgun 30 Gegner abknallen. Und das Ganze bevor der Countdown auf 0 ist. Da hinten hat es noch ein paar. Oh, ich muss mich beeilen. Oh, das war knapp. Also, die erste von zwei Rune Trials haben wir gemacht. Gehen wir hier wieder runter. Und dann müssen wir hier noch das Versteck holen. Das ist ein bisschen verzwackt, aber ich zeige euch gleich den Weg. Also hier rauf springen mit dem Doppelsprung. Und dann hier nochmal hochgehen. Und dann hier mit Doppelsprung auf die obere Ebene springen, dann hier einmal rüberspringen und hier, und jetzt haben wir es schon fast geschafft, hier zur Kiste gehen
Dann hier hochklettern und nochmal. Und jetzt sind wir beim ersten von 7 Verstecken. Eine Origin Cell kriegen wir hier. Die erste von 2. Und dann haben wir hier am Anfang eigentlich alles geholt, was es zu holen gibt und können uns auf die Brücke bewegen. Ah, Mist. Okay. Müssen wir halt da nochmal hochgehen. So. Dann ist da vorne auch gleich der erste Checkpoint. So. Hier gibt's nichts. Einfach weiter nach vorne. Dann hier rüberspringen. Und ich versuche gleich hier am Anfang diese Chiropraktor-Challenge zu machen. Das heißt, ich muss 4 Imps von hinten Glory killen. Und das geht am besten, wenn ich sie hier mit dieser Pistole betäube und mich dann von hinten annähre. Es gibt noch einen besseren Platz, um das zu machen. Eigentlich müsst ihr das noch nicht hier machen. Ist auch ein bisschen gefährlich, weil ihr hier überall runterfallen könnt. So, also hier der erste. Und ich verliere auch viel Zeit hier eigentlich. Also ich hoffe, die kommen da ein bisschen in die Nähe. Ja, da kommt schon einer. So, den hier hole ich mir. Und den auch gleich. Jetzt brauche ich noch einen, dann wäre diese Challenge erledigt. Irgendwo hat es noch einen. Aber der ist drüben. Gehe ich zu ihm. Wo ist er? Da vorne. So. Dann hätten wir alle... Dann hätten wir diese Challenge erledigt und können weiter hier. Und zwar auf dieser Seite. Hier hat es so einen kleinen Turm mit einem Versteck. Wir klettern hier die Treppen hoch. Achtung, hier oben drin hat es gleich Gegner. Macht euch bereit. Hier zweimal hochspringen und hier, dann geht's los. Und dann noch einer mit dem Schild. Nee, der Raketenwerfer ist am besten oder Plasma Gun ist auch okay. Na, da kommt noch ein Hell Knight.
Gut, der ist Vergangenheit. Und hier hat es auch noch ein paar Gegner. Und noch einer mit dem Schild. So. Gut, dann sind wir hier im zweiten Versteck. Und finden noch eine Combat Support Drone. Die einzige auf dieser Karte. Und hier hinten finden wir noch ein bisschen Rüstung, aber das ist kein Versteck. Kann ich gerade gut gebrauchen. Dann springen wir hier mit Doppelspringen rüber. Und dann hier nochmal über diese Lücke. Und hier nicht weitergehen. Hier finden wir das dritte Versteck. Hier auf der linken Seite runter gehen, runterspringen und unten rüberspringen und dann finden wir dort einen Praetor-Token, den ersten von drei. Gut. Hier finden wir noch die Automap. Also hier bei diesen zwei Imps und den weiteren Imps wäre ein guter Ort für die Chiropractor Challenge zu machen. Ne? Hier müsst ihr auch nicht aufpassen, wegen Runterfallen, jedenfalls nicht so stark wie dort. Aber was ich jetzt hier mache, ist die Quad Damage Challenge und zwar mit dieser violetten Kugel. Macht ihr viermal so viel Schaden und dann müsst ihr 15 Gegner killen und dann habt ihr die, ich glaube, ich habe die soeben erreicht. Ja. Da ist noch einer, ein ganz mühsamer. Ich weiß nicht, wo der ist. So. Und wo ist noch einer? Noch eine. Also hier bei diesem Spot hätte es genug Imps, um die Chiropractor Challenge zu machen. Und die Quad Damage Challenge könnt ihr auch hier machen. Falls das nicht gereicht hat von der Zeit, kein Problem. Es gibt noch zwei weitere Orte mit einer Quad Damage Kugel. Also kein Stress.
eine später und eine ganz am Schluss vom Spiel. Gut, dann sind wir hier drin, können auch die Munitionskiste leeren und dann hier in diesem Kanal, wo die Container sich bewegen, hinterherlaufen und dann hier runterspringen. Hier nach vorne. Und dann gibt's hier wieder einen Praetor-Token von einer ehemaligen Elite-Guard, die es hier gekillt hat. Dann hier noch ein bisschen Information. Gut, dann können wir hier zum vierten Versteck hochklettern. Ist ein bisschen verschachtelt. Merkt euch den Weg, dann hier durchgehen und auf der anderen Seite finden wir eine Figur. Da unten. Das vierte Versteck. Sonst gibt es hier nichts mehr hier oben. Das heißt, wir können wieder runtergehen. Ihr habt gesehen, die dritte Challenge ist auch erledigt. Drei Verstecke finden. Ist geschenkt, also alle Challenges sind erledigt. Dann, Achtung, bevor ihr hier runterspringt, macht unbedingt das Versteck, das vierte Versteck. Weil wenn ihr hier runtergesprungen seid, kommt ihr da nicht mehr hoch. Also zuerst das vierte Versteck machen, dann erst hier runterspringen. Und durch diese Türe in den ganz großen Raum und dann gibt es hier wieder mal ein Gemetzel. Ich glaube, in diesem Raum hier gibt es auch noch eine violette Quad-Damage-Kugel. Mal schauen. Wäre ziemlich gut da für diese fetten Gegner. Ja, hier oben. Zack, so, Quad-Damage, jetzt voll rein. Ja. Gut, dann wäre hier sauber. Können wir hier auf diese Hebebühne springen. Die aktivieren, dann hebt die uns ein bisschen nach oben. Und warten hier auf dieses Ding und springen dann auf das drauf und gehen weiter nach oben. Von jetzt an ist eigentlich alles nur noch hochklettern in diesem Tower hier. Wir sind also zu unterst im Argent Energy Tower. Gehen jetzt nach oben. Erste Mal hatte ich hier ziemlich zu kämpfen mit meiner Höhenangst, aber jetzt geht's. Dann hier rüber.
The accumulator's energy signature indicates that it is nearing the top of this Argent facility. If she ruptures that accumulator near the Argent beam, she could open a portal to their world that we will never be able to close. Einfach nach oben und dann hier, müsst ihr mal auf der Map schauen, gibt's dann ein Versteck. Ihr seht, da unter einer Rampe hat's eine Figur, dann müsst ihr hier mit rausspringen und dann mit Doppelsprung seitwärts springen. Dann seid ihr hier bei diesem Träger mit der Figur und habt ein weiteres Versteck gefunden. Versteck Nummer 5 war das. Dann müsst ihr hier halt wieder runterspringen. Gibt vielleicht noch einen besseren Weg. Ich bin hier runtergesprungen und dann halt alles nochmal hoch. Gut, dann sind wir wieder hier und gehen weiter nach oben. Dann hier bei diesen Stöpseln müsst ihr warten. Entweder bevor oder nachdem er gestöpselt hat, könnt ihr da hochspringen. Ich mache es nachher. So, und dann hier hochklettern. Und jetzt seid ihr auf einer neuen Ebene und jetzt ist hier ein weiterer Kampf angesagt. Okay, dann wäre hier auch sauber. Dann hat es hier so einen Raum mit einer weiteren Argent Cell. Und zwar dieser hier. Hier aktivieren wir dann gleich die Drohne, aber zuerst holen wir die Argent Cell. Hier noch Munition. Die ist da hinten. So.
Gut, und dann hier beim Pult aktivieren wir die Drohnen. Die brauchen wir nämlich jetzt gleich, um weiter nach oben zu kommen und um ein weiteres Versteck zu holen. Jetzt haben wir sie gerade verpasst, aber das macht nichts. Jetzt gehen wir hier auf die gegenüberliegende Seite. Da hat es auch eine Drohne und gehen mit dieser Drohne hoch. Das heißt, wir warten, bis die da wieder nach oben geht, also rauskommt, hier aus diesem Ding wieder rauskommt. Hier nehmen wir noch die Unverwundbarkeitskugel. Dann haben wir hier die auch in unserer Datenbank. Also, wir brauchen noch zwei Verstecke, einen Praetor-Token und eine Rune. So, also hier auf der Drohne gehen wir jetzt nach oben. Und ihr seht dort schon den Hebel. Mit dem können wir den Doom Classic Level aktivieren, die Türe öffnen. Und dann wieder mit der Drohne runtergehen, nicht runterspringen, sonst seid ihr tot. Was ihr machen könnt, ist am Rand, hier hat es immer wieder so Kanten, kann man auch runterspringen, aber das ist ziemlich schwierig und das kann auch schnell in die Hose gehen, also würde ich nicht probieren. Einfach mit der Drohne runter, wenn ihr hier euch beeilt, kommt ihr noch rein, bevor sie hier dicht macht, sonst müsst ihr halt kurz warten. Und dann sind wir hier im Doom Classic Versteck. Ist nicht so groß, nur Munition, ein paar Sachen. Achtung, schnell raus, bevor das wieder zumacht. Und dann könnt ihr mit der Drohne wieder nach oben gehen. Das ist hier, muss man halt zuerst oben den Hebel umlegen, bevor man dann hier unten reinkommt. Ihr habt es gesehen auf der Karte. Und dann wieder auf die Drohne drauf und nach oben. Dann hier mit Doppelsprung rüberspringen und da einfach weiter nach oben, immer mit Doppelsprung. Achtung, das ist gefährlich hier. Ich gehe zuerst hier rüber. Das geht, ist aber ganz knapp. Und dann springe ich auf den, der ist viel näher. Dann müsst ihr hier eigentlich gar nicht weiterlaufen, sondern könnt gleich hier am Anfang bleiben. Und warten, bis der dann so eine Brücke macht. Jetzt dreht er sich zuerst noch. Genau, und jetzt könnt ihr da einfach schnell rüberlaufen. Und dann hier weiter hochspringen. Das ist der falsche Träger. Ja, wir müssen auf den und können dann dort weiter nach oben gehen. Also einfach alles hochklettern im Turm ist die Devise. Hier weiter nach vorne laufen, jetzt kommen dann ein paar Imps, dort ist schon einer runtergesprungen. Es war knapp. Gut, dann können wir hier weiter nach oben.
Und jetzt auf so ein Ding drauf. Und können mit dem weiter nach oben. Und dann eine andere Seite. Hier gleich weitergehen und dann durch die Tür. Hier kurz was zum Aufräumen, aber nicht viel. Noch ein Hell Knight. Auch den machen wir platt. Also ein Versteck, eine Elite Guard und eine Rune Trial. Vorne ist die Rune Trial. Und da ist noch so ein Mega Health Pack. Und das will ich auch holen. Also, aber zuerst die Rune. Okay, also die Gegner mit den Fässern zerstören, bevor der Countdown auf Null ist. Gut, dann wäre das auch erledigt. Dann haben wir einen neuen Runen-Slot bekommen. Können den auch ausrüsten. Dann holen wir noch das Mega Health Pack und hier die Munitionskiste. Das sollte hier unten sein. Ja. Dann bleibt uns eigentlich nur noch ein Versteck und eine Elite Guard. Also noch einen Praetor Token, den wir holen können. Hier hoch und dann einfach noch weiter nach oben. Dann hier hinten dran ist er. Ihr seht es auf der Karte. Der dritte und letzte Token. Und alles, was uns jetzt noch fehlt, ist das letzte Versteck. You cannot stop me from claiming what I earned! What I was promised!
Gut. Um zum siebten Verstärk zu kommen, müsst ihr hier diesen Liftschacht runterspringen. Einfach nach vorne, so dass ihr an der anderen Wand runterrutscht und dann an der Kante hängen bleibt. So. Und dann seid ihr hier. Dann hat es auf der gegenüberliegenden Seite eine Türe, die aber noch verschlossen ist. Die könnt ihr hier an diesem Terminal öffnen. Und dann hat es hier noch eine Gauss-Can. Die könnt ihr euch auch schnappen. Boah. Das mal ein Schuss. Okay, und dann rüberspringen. Und alles wieder nach oben gehen. Den Weg kennen wir schon. Da vorne durch diese Tür und dann ist wieder die Treppe. Den genau gleichen Weg nach oben gehen wie vorhin. Das kennen wir alles schon. Und jetzt haben wir eigentlich alles geholt. Und jetzt machen wir einfach noch die Map fertig. Wir haben alle Secrets, wir haben alle Praetor-Token, wir haben alle Combat, Support-Drones und wir haben alle Challenges. Also alles unter Dach und Fach. Und dann ist hier eigentlich noch Abschlussgemetzel. Falls ihr die Quad Damage Challenge noch nicht habt, wäre hier dann auch noch eine Möglichkeit, das zu holen. Genau hier noch hochgehen, müsst ihr da die Sting wegschießen. Welcome to the UAC. Opening the gates of hell with the key to the future. Also, Olivia stößt sich da mit diesem Energiepacket in den Strahl rein und verursacht somit eine riesengroße Explosion, die jetzt dann gleich stattfinden wird. Vorher können wir hier alles noch wegmetzeln und plötzlich ist dann vorbei. Ihr hört dann auch den Countdown ein paar Mal. Und somit ist dann auch der Level beendet. Level 5 Argent Energy Tower beendet. Alles erledigt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video.